Herzlich willkommen heute zum Thema: Verliere ich mein ALG II, mein Hartz IV, wenn ich mich selbstständig mache? Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung und für Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr kommen zu uns auch eine Menge Menschen, die ALG II beziehen, weil sie zum Beispiel keinen Anspruch mehr auf Arbeitslosengeld I haben. Und die häufige Angst ist dann dieser Person, dass sie Angst haben, ALG II komplett zu verlieren. Und das ist heute meine Aufgabe, dir zu zeigen: Kriegst du ein ALG II weiter oder nicht? Und was sind die Voraussetzungen dafür? Denn da gibt es einiges auch zu beachten. Nun schauen wir nun als erstes mal in die Ausgangssituation rein der meisten, die aus ALG II heraus gründen wollen. In der Regel sieht es so aus, dass die meisten Menschen zunächst mal die Krankenkasse, also die Krankenversicherung, bezahlt bekommen. Und das könnte mal 200, 300, 400 Euro sein, die das Jobcenter an die Krankenkasse bezahlt, und du kriegst es gar nicht mit. Und dann kommt natürlich dazu in der Regel für Miete, Unterkunft, ich glaube 409, also 400 Euro ungefähr kann man sich ausrechnen, kriegt man für die Miete, dann kann man noch Zuschläge für Umzug und so weiter beantragen. Und dann gibt es die Lebenshaltungskosten, die auch so um 400, 410, ich glaube 424 Euro wurde gerade irgendwas wieder erhöht, aber so rund 420 Euro kannst du merken, das kriegst du dann als Bescheid. Solltest du natürlich noch Kinder haben oder noch Erwachsene in deiner Bedarfsgemeinschaft und keiner dieser Kinder Einkünfte haben, dann wächst es natürlich immer weiter darauf an. Nun, die große Angst ist jetzt, dass du dich selbstständig machst. Du meldest also im Jobcenter deine Selbstständigkeit und die streicht dir alles. Und genau diese Angst brauchst du nicht haben, denn ich zeige dir jetzt, wie das Jobcenter dann weiter arbeitet. Zunächst mal ist es so, dass du dein ALG II ganz normal weiter bewilligt bekommst und dass du das allerdings jetzt immer nur noch für weitere 6 Monate mit deiner Gründung bewilligt bekommst. Das bedeutet also, der Unterschied ist, dass du dann zu Beginn deiner Gründung gefragt wirst nach einem Einkommensnachweis für Selbstständige. Das bedeutet, du machst einen sogenannten EKS vorläufig. Das heißt, so eine These, so eine Schätzung, so eine Kalkulation, die du abgibst, um dann dem Jobcenter zu sagen: Jawohl, das sind meine Gewinnerwartung, meine Umsatzerwartung, meine Kostenerwartung. Und dann prüft das Jobcenter diese EKS-Tabelle. Und wenn du natürlich hier Fehler machst, ne, und dann könnte es sein, dass du weniger ALG II bekommst. Aber nur weil du dich selbstständig machst, wird dein ALG II nicht gestrichen. Wie berechnet jetzt das Jobcenter dein ALG II weiter? Nun, es guckt sich deine Umsatzerwartung an und prüft alle deine Kosten. Und da solltest du aufpassen, dass du jetzt keine großen Geschäftsessen machst oder Fortbildungskosten. Das sind nämlich alles Kosten, die ich jetzt aufgenannt habe, die das Jobcenter rausstreicht und deine Gewinne erhöht. Das bedeutet also, du gibst deine These ab für die nächsten 6 Monate und du hast hier einen Freibetrag von 6 mal 100 Euro. Das heißt also, im halben Jahr kannst du 600 Euro Gewinne dazu verdienen. Und dein ALG II bleibt gleich. Jeder weitere Euro, der jetzt darüber geht, also der 601., der 602. und der 603. Euro, der wird dir dann abgezogen vom ALG II. Nun, wenn du also jetzt eine These beim Jobcenter abgibst und du sagst, ja, du machst also 10.000 Euro Gewinn in den ersten 6 Monaten, und das ist vorläufig und du weißt es noch gar nicht, ob es wirklich so ist, dann kriegst du natürlich hier einen sogenannten Weiterbewilligungsbescheid von 0 Euro. Warum? Weil das Jobcenter zieht von den 10.000 Euro Gewinnen, die du angegeben hast, 600 Euro als Freibetrag ab und dann bleiben noch 9.400 Euro übrig. Und diese 9.400 Euro sind höher als 6-mal hier deine ca. 1.100 Euro, die du inklusive Krankenkasse ausgezahlt bekommen hättest. Das heißt, du hast durch deine zu gute Prognose dem Jobcenter mitgeteilt, dass du das Geld ALG II nicht mehr brauchst und du kriegst einen reduzierten Bescheid oder sogar einen Aufhebungsbescheid und natürlich ein freundliches Dankeschön vom Jobcenter-Mitarbeiter, dass du ab sofort nicht mehr mitfinanziert werden musst. Nun, das Problem ist jetzt nicht das Jobcenter. Das Problem ist nicht, dass der Staat unfair ist, dass keine Gelder da sind. Das Problem ist, dass du eine zu hohe Gewinnprognose abgegeben hast in deinem EKS oder in deinem Businessplan. Also achte sorgfältig darauf, dass du, wenn du ALG II während deiner Gründung und Selbstständigkeit beachten willst, keine zu hohen Gewinnerwartungen abgibst. Du hast natürlich jetzt hier im 7. Monat die Möglichkeit,
wieder eine EKS abzugeben. Und das nennt man dann EKS abschließend. Und jetzt kannst du die bittere Wahrheit ans Licht kommen lassen. Du hast mich nur 100 Euro Gewinn gemacht. Nun, wenn du die 6 Monate überlebt hast, ja, was bestimmt sehr hart ist und auch fragwürdig ist, wenn du jetzt eine EKS abgibst, nur mit 100 Euro Gewinn, wie du das gemacht hast, dann wird nämlich gleich die B-Kasse unterstellt zur A-Kasse, also B-Kasse schwarz, A-Kasse weiß. Also da würde ich vorsichtig sein, aber du würdest theoretisch hier am 7. Monat, wenn du wirklich nur 100 Euro Gewinn hattest, dann kriegst du natürlich alles hier nachbezahlt rückwirkend. Also die abschließende EKS, die korrigiert alles anhand der tatsächlich abgebildeten Realität. Folglich, um dich nicht in Schwierigkeiten zu bringen, mache lieber eine Gewinnerwartung, also eine vorläufige EKS, die niedriger ist, sodass du vielleicht eine EKS abgibst, die gerade mal 600 Euro Gewinn in 6 Monaten erreicht und nicht mehr. Und dann erhältst du 100% ALG2 und jetzt ganz wichtig, vorläufig ausbezahlt. Vorläufig bedeutet, dass es hier überprüft wird, im 7. Monat, wie es tatsächlich gelaufen ist. Das heißt, du machst dann die abschließende EKS, ähnlich wie beim Finanzamt, da machst du ja eine Jahreserklärung, beim Jobcenter machst du eine Halbjahreserklärung und diese abschließende EKS, die ist jetzt verbindlich und dann, wenn du jetzt tatsächlich statt 600 Euro vielleicht 1000 Euro Gewinn in der abschließenden EKS gemacht hattest, nun dann musst du 400 Euro zurückbezahlen. Das bedeutet also, die Strategie ist relativ simpel. Du gehst ein bisschen niedriger ran in der Prognose, merkst du aber, dass du mehr Gewinne machst, als du prognostiziert hast, dann wärst du weise beraten, diese 400 Euro, die darüber hinaus sind, nicht anzufassen, auf einem Konto zu packen, abzuholen, nicht auszugeben, weil du genau weißt, dass im 7. Monat, da will das Jobcenter von dir die 400 Euro zurückhaben. Ja, und das ist der größte Fehler, den viele machen. Die freuen sich, dass die Firma gut läuft, sie haben mehr Geld auf dem Konto und ja, dann kriegen sie das ALG2 noch. Aber vergessen die abschließende EKS, die die überschüssigen Gewinne zurückfordert. Dann haben sie alles Geld ausgegeben und jetzt gibt es einen bösen Brief vom Jobcenter. Das Jobcenter gratuliert, herzlichen Glückwunsch, sie haben 2000 Euro mehr gemacht, als sie abgegeben haben. Und die wollen wir übrigens zurückhaben, weil sie die ja nicht wirklich bräuchten. Zusammenfassend kann man also jetzt hier sagen, das Jobcenter sichert dir unterm Strich, dass du immer das Geld hast, was du privat brauchst. Und es gibt nicht nur die 100 Euro Zuverdienst, sondern auch die Sicherheit, dass wenn deine Gewinne hochgehen, dass auch dann antiproportional ALG2 runtergeht. Und das ist die Sicherheit, die du brauchst, um deine Miete und dein Essen, Lebensmittel und Kleidung zu bezahlen. Und wenn du Familie hast, werden auch die Kinder mitfinanziert. Die große Frage ist jetzt, wie lange begleitet das Jobcenter dich bei der Gründung? Immer in diesen Halbjahresschritten. Ja, das kann sein, dass das Jobcenter dich 6, 12, 18, 24, 30, 36 Monate begleitet, Stück für Stück in die Tragfähigkeit zu kommen. Denn das ist das Ziel, dass nicht mehr das Jobcenter deine privaten Lebenshaltungskosten trägt, sondern dein Unternehmen. Und deshalb ist es auch die Voraussetzung dafür, dass du diese Mittel bekommst und auch weitere Fördermittel für Investitionen und für Betriebsmittel, dass du einen 36-Monats-Finanzplan abgibst. Und dieser 36-Monats-Finanzplan, der sollte natürlich auch diese Kennzahlen berücksichtigen, dass du nicht ALG2 zu viel abgezogen bekommst. Solltest du dabei Hilfe brauchen, Unterstützung bei dem Finanzplan, bei der Antragstellung und was ich hier noch gar nicht besprochen habe, sind die Fördermittel, die du noch bekommen kannst, die Leistung zur Einigung von Selbstständigen und Einstiegsgeld, da findest du auch andere Videos bei mir im Kanal. Wenn du das beantragen möchtest, dann helfen wir dir gerne bei der Antragstellung. Und das Gute daran ist, dass wir als zertifiziertes Beratungsunternehmen sogar bis zu 100% gefördert werden vom Jobcenter oder Arbeitsamt, um dich dabei zu unterstützen, deine Fördermittel und auch ALG2 richtig zu beantragen. Abonniere gerne den Kanal, empfehle uns weiter oder nutze den Gutschein für ein kostenfreies Erstgespräch. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.